Hallo und damit herzlich willkommen zurück zu Soma. Ja, wir sind jetzt hier eigentlich nur zwei Schritte weitergelaufen und sind hier durch diese Dekontaminierungskammer gelaufen, anscheinend, so wie ich die Sache sehe. Hier hinten waren wir ja drin, hier sind wir ja durchgelaufen und wir haben hier uns so ziemlich alles angeschaut noch. Wir haben hier übrigens festgestellt, da hinten ist diese Kammer, haben hier übrigens festgestellt, dass wir hier in einem Körper von einem anderen sind, aber warum sage ich das überhaupt? Ihr habt ja die letzte Folge gesehen, aber für mich ist es schon wieder ein paar Tage her. Ihr denkt jetzt wahrscheinlich auch wieder, ihr denkt jetzt wahrscheinlich jeder, was ist das für ein Typ, der weiß nie, was er letztes Mal gemacht hat. Ja. Zu meiner Verteidigung, ja, es liegen wieder ein paar Tage dazwischen. Und ich habe mir meine letzten Aufnahmen natürlich nicht angeschaut. Soll jetzt keine Ausrede sein, aber es kommt ein bisschen billig rüber, ich weiß. Ich hoffe jetzt hier nur, dass hier keine Viecher kommen. Aber ich könnte mir denken, dass das Wunschdenken bleibt. Wir wissen alle, dass das hundertprozentig so kommen wird. Okay. Ja, stimmt, wir wollen ja zur Aufzugsplattform, um in den Abgrund zu fahren, da wir ja mit unserem Gefährt abgestürzt sind. Ja, würde ich sagen. Oder die Wow hat sie uns weggeschnappt oder wie auch immer. Wir müssen zur Aufzugsplattform, sagen wir es mal so. Gut. Dann laufen wir mal hier weiter. Die anderen Türen können wir nicht benutzen. Wir können nur in diese Richtung. Und da hinten, was sehe ich hier? Ja, vielen Dank. Danke auch. Was ist das denn hier? Geschosshülse. J. Davis, N. Iwaschkin. Genau. Natürlich kennen wir diese ganzen Personen, wir haben deren Quartiere teilweise durchsucht, aber. Oh, da hat sich wohl einer als Künstler. Hier ist doch irgendwas im Lüftungskanal. Hört sich natürlich sehr beruhigend an, muss ich sagen. Überleben des Stärksten. Schön. Moment, ich mache hier mal ein bisschen Licht an. Vielleicht sieht man das besser so. Ja, ich weiß nicht. Ich habe immer noch das Problem, dass Soma bei mir in der Aufnahme etwas dunkler aussieht als im normalen Spiel. Ich habe alles hochgedreht. Du machst mir hier ein paar Sorgen. Bitte komm nicht runter. Jetzt hören wir uns erstmal das hier an. Sarah, how the hell are we gonna make sure the Ark makes it? Every launch is a crapshoot, you know that. I just wish these numbers look better. What do you care? It's just a pack of data, right? Yeah, just a pack of data. In Ordnung. So, was haben wir denn hier? Das weiß ich nicht. Es scheint auch wieder irgendwas mit einer Umlaufbahn zu tun zu haben. Okay. Hier auch wieder. Oh, ich kicke hier wieder die Sachen durch die Gegend. Ich weiß doch hundertprozentig, wenn ich mich nachher wieder verstecke und hier drüber renne, hört mich jeder wieder. Erstmal hier ein bisschen aufräumen. Danke. Ich schaue gerade, kann ich mich denn hier verstecken irgendwo? Ich halte schon mal Ausschau, vorsichtshalber. Okay. Was haben wir hier? Nutzlast. Costa, Hill, Lindwall. Kann ich nicht durch. Was ist denn hier bitte schön drin? Oh nein. Lange, röhrenartige Gänge. Das verheißt normalerweise nichts Gutes. Auch wenn es ums Verstecken geht.
lauter Räume, Türen, wo man zumachen kann. Ich gehe mal hier durch. Was haben wir hier? Sind wir jetzt von hier gekommen oder sind wir hier? Ne, wir sind auf jeden Fall hier neu. Ich gucke aber trotzdem mal hier kurz rum. Also hier sind überall richtig viele Gänge, die so aussehen, als müsste ich da irgendwann entlang rennen. Na, da guck mal an. Wer ist denn da drin? Hallo? Okay. Der scheint hier auch die besten Zeiten hinter sich zu haben. Zentrale Starsky. Okay. Da verfolgt mich doch was durch die Lüftungsschächte. Das finde ich nicht so toll. Okay, wir sind von hier gekommen. Genau, ich bin hier vor. In diese Richtung sehen wir dann hier den hier. Alles klar. Mal, hier ist was kaputt. Ich könnte jetzt hier irgendwas durchwerfen, damit wir hier reinkommen. Du machst mir zu viel Krach. Geh doch bitte weg. Okay, ich trigger zumindest dieses Viech nicht. Das ist schon mal sehr positiv. Aber ich hätte das gerne aufgeräumt. Hier liegt überall dieses Glas auf dem Boden. Das ist doch prädestiniert dafür, dass man drüber stolpert und wir werden von dem Viech gehört. Hundertprozentig. Ich räume hier das alles mal weg. Hier rein. Hätte mal wieder keiner aufgeräumt. Na bitte, habe ich es nicht gesagt. Ich höre es doch von weitem. Ah! Ich werde verfolgt! Lasst mich bitte in Ruhe! Ich wieg mich noch in Sicherheit, dass ich den nicht getriggert habe. Das ist ja nicht normal. Von wegen Sicherheit, ne? Meine Güte. Da geht's schon wieder los. Er scheint mich jetzt nicht mehr richtig zu verfolgen. Ah, nee, oder? Der geht jetzt wirklich durch die Luftschächte. Ich hoffe, der springt hier nicht irgendwie von der Decke runter. Nein. Lager. Leise. Was haben wir denn hier? Ich weiß es nicht. Ah, das ist wieder die Frage. Mache ich die Tür hinter mir zu oder lasse ich sie auf? Nein, da sind wir, diese armen Seelen. Oh mein Gott. Ja, Leute, es tut mir leid. Ich kann euch leider nicht helfen. Erstmal hier wieder neue Power tanken. Ich habe immer so das Gefühl, wenn ich mich mit diesem Teil hier verbinde, dass die Kreaturen
wissen, wo ich bin. Na bitte, habe ich es nicht gesagt. Er ist ganz in der Nähe. Er latscht da draußen drum. Oh nein. Was mache ich denn? Mist. Ich glaube, das war's. Tut mir leid. Nicht bewegen. Bitte geh weg. Steht direkt hinter mir. Geh bitte weg. Ich weiß, dass du hinter mir stehst. Drehst du dich mal wieder um? Wieder weggehen, oder? Ich glaube, ich bin kaputt. Oh, was ist jetzt passiert? Ich habe keine Chance. Ich muss mich ja umdrehen. Also, das scheint es gewesen zu sein. Ich muss weg. Ja. Oh, okay, er hat mir nur eine verpasst. In Ordnung. Oh, und ich krauche hier wieder auf dem Boden rum. Das ist natürlich super. Ah, meine Güte. Ich weiß nicht, ich habe ja gesagt, ich mache mich verdächtig hundertprozentig, wenn ich hier mich mit der WoW verbinde. Ich denke mal, dass das so heißt immer noch. Dass der dann weiß, wo ich bin. Sollte ich das vielleicht in Zukunft unterlassen? Aber für irgendwas sind die ja gut. Also jetzt könnte ich eins von diesen Teilen gebrauchen. Also ich hinke hier durch die Gegend. So, was ist das denn hier? Stormer! Brad, where are you? It got out of hand. I'm in sector RD4. Did you get everyone downstairs? Yeah, we're safe for now. But you need to get moving. They're gonna figure out where we are and come for us. Don't worry about it. The stairs are blocked and I killed the elevator. Pull the connector chip in the lock. Fine. That means you're stuck as well. Only way to keep you guys safe. Take the shuttle, go to Omicron. God damn it, Juan. You just had to be the hero, you bastard! Good luck, sir. Tell Alice I love her. Okay. Die haben auch alle versucht, davon wegzurennen. It's missing a chip or something. So, ich muss... Ah, okay. Ich denke, ich muss hier durch. Jetzt nur nicht dem Viech wieder über den Weg laufen. Das kann ich nun mal überhaupt nicht gebrauchen. Immer schön schleichen. In geduckter Haltung sich vorwärts bewegen ist eigentlich ziemlich anstrengend. Ja gut, wir sind ja ein Roboter von dem her. Sollte das eigentlich so sein? So, was haben wir denn hier? Oh mein Gott. Sind diese Auswüchse, die man kriegt mit der Zeit. Es ist etwas unscharf. Gut, das liegt aber daran, dass ich verwundet bin. Ich gehe mal etwas näher ran. Vielleicht sieht man es besser so. Nicht wirklich. Gut, diese Diaschau scheint schon eine Weile zu laufen. Was ist das? Ich kann es nicht richtig erkennen. Okay, das ist der Meeresgrund. Hundertprozentig. Ja.
man sieht, wie sich diese Auswüchse weiter ausbilden. Hier. Okay. Ich gehe mal hier rein. Vielleicht kriegt man hier ein bisschen mehr noch zu sehen. Okay, hier scheint jemand gearbeitet zu haben. Oh, oh. ist das hier eine Rakete? Ich habe keine Ahnung. Doch, es sieht so aus. Eine Raketenstufe. Liegt denn hier ein Chip rum? Nein, nur eine Maus. Ich wollte doch keinen Krach machen. Ich bin so doof. Was ist das denn hier? Hangman. Okay. Schön. Hier komme ich nicht durch. Hier liegt aber auch nichts auf dem Boden rum, das ich mitnehmen könnte. Was ist das denn hier? Hat jemand versucht, irgendwelche Formeln zu lösen und hat dann lieber irgendwie Käsekästchen gespielt. In Ordnung. Ja, ne? Hier, die Arbeit. Oh, oh. Darum! Das gibt's doch nicht. Ich muss dem regelrecht ausweichen. Also wenn er mich das nächste Mal kriegt, dann bin ich tot. Ich könnte mir denken, dass ich hier rein muss. Und mich würde es mal interessieren, wie hier dieses Viech sich fortbewegt. Mal rennt es hier rum. Mal ist es wieder... Ah, da hinten habe ich es gesehen. Da hinten war er. Und ich muss aber da rein. Hier muss ich rein. Ist er jetzt weg? Kann ich jetzt irgendwas hier reinwerfen? Hallo? Bitte lassen Sie mich alle in Ruhe. Boah, Scheibenhonig. Guten Tag. Ein bisschen Sonnencreme hätte vielleicht geholfen. So, was ist das denn hier? Schön. Lesen wir erstmal ein paar Sachen hier durch. Was haben wir denn hier gefunden? Akers, 16. Januar 2104. Terry Akers. Alter 66. Geschlecht männlich. Einer der schlimmsten Fälle, die ich bisher gesehen habe. Und das wahrscheinlich und das ist wahrscheinlich seine eigene verdammte Schuld. Er hat sich selbst geblendet und seine Eingeweide mit Strukturgel verstopft. Sollte er jemals aus seinem Koma erwachen, würde mich das überraschen. Ließ mich über hart absurde Geschichte über die Geschehnisse. Ich habe die ganze Zeit Angst, dass er reinkommt. Geschehnisse bei Lambda nachdenken. Könnte es tatsächlich sein, dass die WoW irgendwie zur Veränderung und zum Neuaufbau des menschlich. So, da verließen sie ihn. Hart. 20. Dezember 2103. Oh, wir lesen es rückwärts. In Ordnung. Vanessa Hart. Alter 28, Geschlecht weiblich. Angesichts der Umstände scheint Hart in guter Verfassung zu sein. Der lange Weg hat nur zu Prellung und Unterkühlung geführt. Die Bestätigung ihrer Geschichte ist schwierig, da sonst niemand zurückgekehrt ist. Okay, John. 1. November 2103. Catherine Chan, okay, die haben wir ja bei uns. Wie gewöhnlich ist Chan still und stark bemüht, Augenkontakt zu vermeiden. Sie möchte nicht hier sein, Strohmeier aber besteht auf einer weiteren
Evaluierung. Chan ist nicht störrisch oder unehrlich, aber sie spricht nur, wenn es nicht vermieden werden kann. Sie hat generell Schwierigkeiten, mit anderen zu kommunizieren, besonders mit Ärzten. Catherine Chan hat einen schwachen Charakter und ist daher das perfekte Opfer dafür, von anderen dominiert und herumgeschubst zu werden. Sie ist ein verängstigtes Mäuslein, das ich nicht aufregen möchte. Also schweigen wir uns etwas vor und lassen die Zeit verstreichen. Okay. Conrad, Guy Conrad. Conrad ist tot. Nach dem Eiche-Neuroscan kochte er sich sein Gehirn mit einem Maser zu Brei. Eindeutig ein weiterer Kontinuitätsenthusiast, der sich das Leben nahm, um sich einen Platz auf der Eiche zu sichern. Na gut.